Vincent Schirgen Wunschkonzert. Sind bereit? Die 7 Summer Night Rain mit Enki Ganbat. Letzte Pferd-Reiterpaar zum Beziehen der Startbox im Preis von Höno. Die Dreiecken sind unter Starters Order. Fahne ist oben. Und Boxen auf zum vierten Rennen. Wer hat einen guten Start? Batasch ist gut raus. Batasch und Wunschkonzert haben sich hier die Spitze gesichert. Jetzt Wunschkonzert ganz allein. Wunschkonzert setzt sich mit 2 Rennen Abstand vor die anderen Kandidaten, angeführt von Batasch mit Suakon. Außen in dritter Spur auch Summer Night Rain zu sehen und dahinter dann das Pärchen Lacklemore, innen begleitet von Nasal. So sind die Pferde in der Gegenseite angekommen und Vinzenz Schirgen hat sich die Spitze gesichert. Führt mit Wunschkonzert das Feld durch die Gegenseite. Wunschkonzert mit dem Kommando von 2,5 Längen Vorteil vor Suakon, außen in zweiter Spur und Position, innen begleitet von Batasch. Dann Summer Night Rain gemeinsam mit Lacklemore und innen daneben Nasal am Ende des Feldes, aber ca. 5 Längen nur von Nasal bis zu Wunschkonzert, vom letzten bis zur ersten. Und Wunschkonzert führt die Pferde durch die Gegenseite. Wunschkonzert mit dem Vorteil von 2 Längen vor außen Suakon. Innen begleitet unverändert von Batasch. Dahinter dann Lacklemore, außen begleitet wiederum von Summer Night Rain und Nasal Philippe Minarek an letzter Position, aber dicht geschlossen, verlässt das Sechserfeld jetzt die Gegenseite und biegt gleich in den Dahlwitzer Bogen ein. Wunschkonzert bleibt voraus, hat die Innenseite und die erste Position inne vor Suakon. Dann ist drittes Pferd Batasch. Dann sehen wir in dritter Spur und vierter Position Summer Night Rain. Jetzt Lacklemore auf dem Weg nach vorne und Nasal hat Anschluss an der Innenseite an letzter Position und verändert dicht geschlossen das Sextett hier durch den Dahlwitzer Bogen durch. Wunschkonzert macht einen etwas größeren Bogen in zweiter Spur jetzt, aber mit der Spitze. Innen ist wiederum Platz für Batasch. Dann hat Suakon hier den Angriff gestartet und auch Lacklemore jetzt in vierter Spur zu sehen. Die 500-Meter-Marke ist längst passiert und Lacklemore hat hier die Spitze genommen vor Wunschkonzert. Lacklemore und innen kommt Nasal. Steffen Melin aber voraus auf Lacklemore von Nasal. Dahinter ist Wunschkonzert vor Suakon. Vorne aber Lacklemore und er löst sich, wie er will. An der 200-Meter-Marke vorbei gibt es hier nur noch ein Pferd und das heißt Lacklemore im Preis von Höno. Auf die 100-Meter-Marke zu Steffen Melin. Dem wird vorne kalt, der klatscht schon ab. Das ist der Sieger am vierten Rennen. Lacklemore gewinnt vor Nasal. Dritter wird Suakon. Viertes Pferd ist Wunschkonzert vor Summer Night.